Tobi Meyer, schön, nimmst du dir kurz Zeit für uns für das Nachspiel-Interview. 3:2 Sieg gegen Vasa nach der Verlängerung. Nimm uns mal ein bisschen mit, wie ist das Spiel aus deiner Sicht verlaufen? Hey, am Anfang haben wir so ein bisschen Mühe gehabt, glaube ich. Also wir sind nicht so richtig ins Rollen gekommen, ob das jetzt ein bisschen Anfangsschwierigkeiten gewesen sind, weil wir nicht so viele offensive Aktionen am Anfang hatten oder so auch ein bisschen, weil das Spiel halt 11. gegen 12. war, das weiß ich nicht so genau. Aber mega wichtig, dass wir nachher das Spiel gefunden haben, den Rhythmus gefunden haben. Und dann sind wir auch mit 2-0 hier vorne gewesen. Und nachher haben wir es dann einfach nicht wirklich fertig gebracht, noch mehr Goal zu schießen. Und wie du es auch vorher schon gesagt hast, vor dem Interview, 2 Goal lange meistens nicht im Spiel. Und ja, aber mega wichtig, dass wir dann schlussendlich nach dem 2-2 zurückgekommen sind und noch gewonnen haben. Wie du gesagt hast, oder 3:2 eigentlich nicht so ein gewöhnliches Resultat im Unihockey. Ich denke generell, oder wenn man die Basel-Offensive anschaut, etwas, was man muss verbessern, wo man mehr Goal muss schiessen. Was hast du das Gefühl, was kann Basel machen, dass man dort in der Offensive doch torgefährlicher werden kann? Hey, also auf jeden Fall, einfach die letzten paar Spiele sind eigentlich nicht mal so schlecht gewesen, offensiv. Vielleicht gegen Wieler schon, weil Wieler ist auch auf der Defensive ein sehr starkes Team. Und heute haben wir unsere Chancen einfach nicht wirklich genutzt, die wir hatten. Und aber auch teilweise ein bisschen zu wenig den Ball hinter dem Goal durchlaufen lassen. Weil sie sind sehr orientiert auf den Ball und das wäre wahrscheinlich noch ein bisschen effektiver gewesen, wenn wir das öfter gemacht hätten. Ein Punkt, den man relativ schnell auch schon besser machen kann, oder? Nächste Woche noch die letzte Doppelrunde, bevor dann die WM-Pause kommt. Wir haben ein relativ happiges Programm gegen Tigers und gegen Zug, aktuell Tabellen Nummer 1 und 2. Was wird für die zwei Spiele auf Basler Seite wichtig sein? Ich glaube, wie wir die letzten 3 Spiele in der Defensive geschafft haben, so weitermachen hinten. Weil dann geben wir uns einfach eine sehr gute Chance, um gegen die beiden Teams gut anzustehen. Und wir haben es auch schon in der Vergangenheit gegen beide Teams gezeigt, dass wir mitspielen können. Und wenn wir das so weiter umsetzen in der Defensive und offensiv einfach unsere Chancen nutzen, effektiv sind, dann können wir auch dort unsere Punkte mitnehmen. Klare Ansage, klare Punkte von dir, Tobi. Danke schön vielmals und dir gute Erholung essen. Danke vielmals.